Servus zusammen und recht herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Und wir sind wieder mal hier im Karrieremenü, denn wir wollen mit der Karriere weitermachen. Wir schauen mal auf unsere jetzige Season. Und da haben wir nämlich als nächstes noch die Korn Ferry Tour Q School, die uns also hoffentlich dazu berechtigt, den Amateurstatus zu verlassen und endlich in die Profiliga aufzusteigen. Und die möchte ich gerne spielen. Gar keine Frage, das wollen wir heute spielen, das Event. Und auf der anderen Seite werde ich wie immer auch ein bisschen auf den ein oder anderen Kommentar eingehen, weil der gute Samba Ole hat nämlich gefragt, und das hat mich nämlich auch ein bisschen gewundert, ich war nämlich auch der Meinung, dass man in der Finalrunde mit jemandem zusammenspielt. Deswegen habe ich auch gedacht, dass Hideki Matsuyama mit mir zusammenspielen würde. Das war dann nicht der Fall. Und dann wurde darauf geantwortet, dass man das in den Karriere-Settings einstellen kann. Und da habe ich jetzt auch reingeguckt und kann vielleicht eben auch sein, dass das erst geht, wenn man in der Profiliga ist. Also im Moment sieht es nicht so aus, als könnte man es jedenfalls als Amateur einstellen. Also wir werden das Ganze noch beobachten. Also bei mir jedenfalls kann ich nur die Runden einstellen, aber ich bin mir auch sicher, dass sich das je nachdem auf welcher Tour oder wo wir uns befinden, auch hier diese Einstellungen sich ändern, weil ich habe das nämlich auch schon irgendwo gesehen und war nämlich auch der Meinung, dass das so ist. Wäre jedenfalls auf jeden Fall spannender. Aber wenn wir schon bei dem Thema spannend sind, werden wir Folgendes jetzt verändern. Und da hat man mir auch gesagt, das muss man immer machen vor dem Turnier. Das kann man nicht oder das würde nicht greifen, wenn man es während dem Turnier ändert. So, ich bin jetzt mal ganz, ganz mutig. Und nachdem wir ja bei der US Open gut abgeschnitten haben mit dem zweiten Platz, mit dem alleinigen zweiten Platz, würde ich doch sagen, können wir doch mit den meisten Profis mithalten. Und damit es eben spannend bleibt, werden wir hier jetzt diese Scoring Difficulty hochsetzen auf 85, weil ich selber bin, glaube ich, mittlerweile bei 86. Wir haben ja auch mal gesagt, dass wir das dann immer ein bisschen nachziehen. So, das werde ich also jetzt akzeptieren und dadurch wird es vermutlich noch spannender beim nächsten Turnier. Wohlgemerkt, dass es die Qualifying School ist. Das heißt, da werden höchstwahrscheinlich ja die Amateure spielen und einige, ich sag mal, Profis, die die Spielberechtigung nicht erreicht haben, beziehungsweise diese jetzt erneuern müssen. Also müssten wir eigentlich mit dem Feld zurechtkommen. Und es geht nach Bay Hill, in den Bay Hill Club and Lounge nach Orlando, Florida. Wir starten im Karrieremodus. Die erste Runde, Korn Ferry Tour Q School. So. Jo, los geht's. Und dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. EA Sports and the PGA Tour are proud to bring you this showcase of the best young players in the world of golf. From Bay Hill Club and Lodge in Orlando, Florida, it's opening round coverage of the event known as Q School. This promises to be a fun 4 days, a lot of storylines to get to as we check out the early leaderboard. A number of folks in contention, including our leader, so, sehr schön. Ich glaube, Bay Hill haben wir schon gespielt. Weil dort findet auch immer eine Invitational, eine Einladungsturnier statt. Und das Thema Einladung werde ich später auch nochmal aufgreifen, wenn wir nochmal die Frage beantworten, wie das überhaupt aussieht mit den Liv-Golf-Spielern, weil da gibt es dann auch doch ein paar Ergänzungen von mir. Okay, dann schauen wir mal. Bevor wir loslegen, würde ich doch sagen, gucken wir mal ganz kurz hier aufs Leaderboard, ob sich da schon irgendwas getan hat. Okay, ist da jemand dabei, den wir kennen? Okay, ne, das sind eigentlich alles relativ unbekannte Spieler. Wir sind, glaube ich, jetzt wohl in der Nachmittagsgruppe. Die meisten sind nämlich schon durch. Und minus 3 ist jetzt also im Moment das Maß der Dinge. Okay, Freunde. Dann würde ich doch vorschlagen, wir legen los, gucken uns das Ganze mal an. Oh ja, da müssen wir eigentlich mit dem Draw rein. Wind kommt von links. Wir versuchen es mal mit dem Draw, weil im Großen und Ganzen, okay, dann ist ja semi-raff, aber das ist jetzt nicht so wild. Ja, wir müssen da noch ein bisschen weiter rein. Ich wünsche uns allen hier auf der Q-School-Runde jetzt ein schönes Spiel. Jo, das scheint zu passen.
Okay, that's a good one to start safely in the fairway to get the tournament underway. Sehr gut, da freut er sich. Da freue ich mich dann auch, wenn er sich freut. What you need to watch out for here, Frank? Those two front bunkers, Rich, the one that protects the left and the right. More often than not, you want to pitch the ball on the front of this green. They are the two to be concerned about. So, wir haben also, der Wind kommt. Wir spielen gegen den Wind und er drückt uns den Ball ein bisschen nach rechts. Deswegen würde ich von Prinzip her mal sagen, Mitte Fairway. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen länger sein. Eisen 6 ist okay. Okay, dann ein bisschen, zack, so. Dann sehen wir auch besser, wie der Wind läuft. Okay, und dann ein bisschen höher anspielen, damit er schneller zum Liegen kommt. Okay, oh, der sieht zu weit aus. Ah, nee. Gut, sehr schön. Da hat der Wind dann doch kräftig gebremst und uns geholfen. A birdie putt and we check in for the first time today with a man who's won four tournaments on the PGA Tour, Nota Begay. And this is one you'd expect to make more often than not. Not too much undulation, maybe just a slight move to the right. So, die letzte Runden waren wir ja ein bisschen immer unkonzentriert auf den Grüns. Wir müssen natürlich aufpassen, hier geht's bergab. Das heißt, wir müssen ja kürzer putten. Wenn wir kürzer putten, wird er ein bisschen mehr breaken. Gut. Ja, noch ein bisschen zurück. Ja, der geht rechts vorbei. Das war dann zu wenig. So. Rechte Lochkante. Bisschen mehr. Gut. Well done. That is in for a par here at the first. And he'll stay at level par. We head now to the 231-yard par 3 second here at Bay Hill. This green tilts right to left, so you have to take that into account. Back to the action here at the second and a par 3. Frank, it's 231 yards. What are we looking at? Well, somehow, if you can hit it sky high, that's the best shot to hit in there. This green sometimes gets brick hard, and of course, it all slopes to the left. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Oh je, das ist das gleiche in grün. Das heißt, der Ball, es geht aber bergab. Das Grün liegt tiefer. Ja, das Problem ist natürlich ganz klar hier der Bunker. Und wir müssen definitiv den Ball reinfaden. Hybrid 3, den müssen wir wirklich hoch anspielen. Ja, den müssen wir faden. Dann kommt er etwas schneller zum Liegen. So, okay. Ja, das war ein bisschen zu weit. Aber er bleibt zumindest mal auf dem Grün und das ist schon mal gut. Vorausgesetzt, wir brauchen keinen Dreiputt. So, jetzt muss ich mal schauen. Denn es wurde nämlich auch gefragt, mit welchem Controller man da diese... jetzt muss ich selber schauen. Augenblick. So. Er war's. War's er? Nee, nee, stopp. Hatten. Und dann war's das. Nee, schon wieder falsch. Das, das. Und jetzt war es er, glaube ich. Nee. Komisch, wieso geht er jetzt nicht? Tja, ich bin jetzt gerade selber ein bisschen irritiert und am Überlegen, wie man jetzt wieder in diesen Ding-Modus kommt, wenn ich jetzt den Ball anspreche.
Nee. R1. Das ist dann nur dieses. Und wenn ich dann wieder weggehe und dann eben rangehe, dann kann ich doch irgendwie... Ja, gute Frage. Ich sehe es jetzt gerade selber nicht mehr, wie man in den Modus kommt. Ach, linker Stick. Linker Stick ist es. Ja, die Symbole sollte man halt auch ein bisschen verstehen. Das ist natürlich eine Kamera und genau, man kann die dann drehen und näher ran. Das ist eben dieser, ja, auf Bodenhöhe Putt-Modus, wenn man nicht diese Grid-Linien hat. Ja, muss ich mich auch erst dran gewöhnen, weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn wir irgendwann mal eine Runde im Simulationsmodus spielen, der sich ja auch mal gewünscht wurde. Und ich habe damals auch dieses Tournament gespielt über 4 Bahnen und ich muss sagen, das war dann schon ganz schön heftig, heftig, heftig. So, jetzt konzentrieren wir uns aber wieder auf diesen Putt, denn wir haben 8 Inches berghoch. Also, es geht ein bisschen berghoch. Auf der anderen Seite geht es auch ziemlich links. Nicht am Anfang, aber hier gegen Ende. Da wird es dann breaken. So, vorhin ist er definitiv unterm Loch durchgerollt. Also werden wir jetzt mal hier auf 2 gehen. Und dann schauen wir mal, so, wie er das jetzt hinkriegt. So, die Kamera geht ein bisschen mit. Die Kamera, ah, der war zu kurz. Frank, that's what you want to do. Good line, Pat. Yeah, they can't all go in. So, der war zu kurz. Es geht immer noch berghoch. So, linke Lochkante. Ein bisschen weniger, sonst nimmt das Break ja überhaupt nicht an. Okay. Good putt there. It's in for par here at the second. And he'll stay at even par. So, genau. Third. Frank, this is a great golf hole. It certainly is. Remember, the brain doesn't register don'ts. So aim right, there's a bunker down there. Keep focusing on where you want it to go, not in the other direction. Wow, dieses Rot. Gut, ja gut, der Wind drückt nach links. Es ist ein paar 4, das heißt, wir müssen hier ordentlich reinkommen. Und wir müssen den ein bisschen... Ja, das ist jetzt die Sache. Vertrauen wir darauf, dass der Wind den mitnimmt? Vertrauen wir ein bisschen darauf, dass der Wind den mitnimmt? Oder machen wir es mit dem Draw? Aber auf der anderen Seite dürfte er nicht bis zu dem Bunker kommen. Okay. Und damit der Wind ihn nicht ganz so sehr mitnimmt, werden wir etwas flacher spielen. Ja, das passt doch gut. Da liegt Mitte Fairway. Das ist nicht verkehrt. Yeah, that's a nice swing and the result is gonna be a tee shot that is set up just fine. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. Yeah, he's left himself 138 yards to the flag. Wind into the face, so you'll definitely need to account for that. Ja, der Wind kommt in die Richtung. Also irgendwie haben wir heute wieder Fahnenpositionen. Dann haben wir den Bunker davor. Okay. Ja, geht gleich ein bisschen rechts weg. Aber er kommt ja hoffentlich aufs Grün. Yep, okay. Naja, von der Länge war er gar nicht so schlecht. Good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet. Just gonna have to be careful with the lag putting. Ja, und vor allen Dingen ist es gut, dass er ein bisschen vom Wasser weg ist. It's for birdie. So, da haben wir jetzt einen relativ ebenen Putt. Trotzdem ein bisschen mehr. Ja. Okay, da gehen wir jetzt mal hier in die Mitte. Ja, da ist jetzt am Anfang viel. Ja, doch, das ist kontinuierlich viel Break. Na, komm, komm, komm. Ah, links vorbei. No, just appeared to be befuddled by the break there. Yeah, just didn't play enough break there and it comes up short.
Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ja fast wie richtiges Golf hier. So, manchmal habe ich das Gefühl, dass nach dem oder seit dem Update mit der Geschichte mit dieser Cup Physics, wo sie jetzt dann eben doch häufiger auch auslippen, die Bälle, sie laufen halt auch häufiger jetzt drüber, habe ich immer so den Eindruck. Aber da hat echt ein paar Zentimeter noch gefehlt, gar keine Frage. So, jetzt nochmal schauen, es geht leicht bergauf nur. Okay. Nicely done. It is a par here at the third. And he'll remain right where he is. So, wir sind im Moment 13. mit even par. With Frank Navarro back at the fourth hole. It's par 5, the first one on the golf course. And Frank, a really good scoring opportunity. It certainly is. Two bunkers down the left. Just want to keep it inside that. If you flare it a little right, there's a hazard that just sneaks up on you. So, jetzt müsste ich eigentlich mal kurz reingucken, was die Voraussetzung ist. Ich glaube, Confederate Tour, da müssen wir uns irgendwie in einer gewissen Platzierung, wir müssen es nicht gewinnen, sondern wir müssen nur uns irgendwo platzieren. Ich muss mal schauen. Hier steht es gar nicht. Steht es irgendwo, was wir eigentlich erreichen müssen? Ich habe gar nicht geguckt. Ob wir irgendwie 12. unter den Top 12 oder irgend sowas sein müssen? Ich weiß es gar nicht. Nee, hier steht's auch nicht. Na gut, wir sind im Moment geteilter 13. Minus 3 ist immer noch das Maß der Dinge. Die Toshio Takeo, der könnte hier eventuell die Sache noch ein bisschen hochziehen. Aber wir müssen jetzt auch mal langsam schauen, dass wir vielleicht, ups, dass wir doch jetzt mal das ein oder andere Birdie hier einwerfen bzw. einstreuen. So, dazu müssen wir jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen an den Bäumen vorbei. Und wieder gegen den Wind arbeiten. Okay. Und dann schauen wir mal, ob wir da mal mit ein bisschen Speed hier rankommen. So. So weit, so gut. 249 Yards ist nicht viel. Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht aufgepasst. Ist das ein Par 5? Es ist ein Par 5. Well over 300 yards. This will be about positioning. Ja, jetzt habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, Par 5, weil ich habe gedacht, 345 Yards noch bis zum Grün, das kann ja nicht wahr sein. Okay, mit unserem Holz sind wir eigentlich, glaube ich, ganz, ganz gut, was die Kontrolle angeht. Da können wir einen schönen Transportschlag machen vors Grün und haben jetzt noch was? 60 Yards, 70 Yards, 79. That's an aggressive layup, really trying to force that 3-wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par 5. So, man sieht hier jetzt auf jeden Fall, dass es hier wieder ein bisschen runter geht. Also das heißt, da ist wieder ein erhobenes Plateau. Das heißt, wir sollten irgendwo hier rechts vom Stock zum Liegen kommen. 60er Wedge. Mhm. Okay. Okay. Nein. 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 Wir brauchen den hier. Okay. Gut. Dann werden wir das mal versuchen. Okay. Ja, ein bisschen wenig, wieder mal nicht richtig durchgezogen. Ja, das hat mir auch einer geschrieben, ich glaube, der Muckel war es, dass ich doch hier häufig nicht richtig durchziehe und ein bisschen zu wenig Speed drauf kriege. So, das ist natürlich... So, ja klar, jetzt müssen wir hier ganz schön hochspielen, ein Fuß... 58, dann gehen wir auf 68, 69. Aber das Problem ist nicht die Entfernung, das Problem ist auf jeden Fall hier diese Welle. Die wird den Ball ziemlich schnell nach links rüber drücken. Wir gucken, dass wir rechts, wir müssen rechts vom Stock bleiben, nicht, dass er hier eine Kurve macht und links wieder runterrollt. Das heißt, hier geht er hoch. Gut, okay. Naja, also er ist zumindest mal oben und jetzt wäre es schön, wenn er oben bleibt.
Ja, ich glaube, damit kann man zufrieden sein. So, naja, dann halt wieder zum Pärchen. So, jetzt hat hier der gute Matthias Sass hat geschrieben, dass also er die Erfahrung gemacht hat. Es gibt ja die Funktion mit diesem Auto-Putt. Und da kann man einstellen, ob alle Bälle, die 1, 2 oder 3 Fuß, also das wäre jetzt zum Beispiel theoretisch so einer mit 3 Fuß, dass man dann nicht mehr selber putten muss, sondern dass es dann automatisch geputtet wird. Und da muss er wohl auch die Erfahrung gemacht haben, dass der Ball dann an der Kante liegen geblieben ist mit der Autoputt-Funktion. Also soll wohl auch keine Garantie sein, dass dann wirklich die Bälle geputtet werden. Und er hat auch völlig recht, eigentlich solche Putts hier, die kann man auch selber schieben. Ja, wobei diese Autoputt-Funktion soll eigentlich dafür sorgen, dass man halt einfach gleich zum nächsten Loch weitergehen kann. Don't let that distance fool you. Bunkers on both sides of the fairway and a well-protected green make par a good score here. So, was haben wir denn jetzt? 394 Yards, ein paar 4, das ist eigentlich okay. Okay. Ah, aber da ist alles voller Bunker und da muss man gucken, wie die Landezone ist. Ist man zu weit rechts, dann ist es ganz gefährlich bezüglich der Bäume. 275, 304, da werden wir einfach mit dem Holz reinschlagen, weil wir haben ja auch Rückenwind und wenn der hier reinkommt, dann wird der sowieso ein bisschen rechts rüberlaufen. 250, 394, das wären dann noch 144. So, an der Stelle auch eine kleine Info, weil ja jemand gesagt hat, wenn man dann hier im Simulationsmodus unterwegs ist, muss man absolut sagen, dann kann man hier zum Beispiel nicht nach vorne fliegen. Und dann war so die Aussage, dass es ja hier, da fehlt einem praktisch das Birdie-Buch, aber das ist ja nicht ganz korrekt, weil wenn man das hier jetzt ansieht, das hat man ja und das hier ist diese Map-Funktion, wo man ja Entfernungen hat. Also ich sehe jetzt hier, dass die linke Bunkerkante 252 anfängt und die rechte bei 231 anfängt und ich sehe ja auch, wie weit es dann bis zum Grün ist und wenn ich da liege, sehe ich ja die 200 Yards, die 150, die 100, wo mir ja sagen, wie weit es bis zum Grün ist. Also es gibt im Prinzip schon ein Birdie-Buch, das ist dieses hier und man muss da mit diesen Entfernungen arbeiten und dann ist natürlich Voraussetzung, dass man sein Yardage-Buch hat. Also das heißt, dass man auch weiß, mit welchen Schlägern man wie weit schlägt. Und wenn jetzt hier 252 Yards steht und ich habe halt einen Driver, der 275 schlägt, dann würde ich das nicht unbedingt machen, sondern dann nimmt man halt eben einen Schläger, der, wenn er eben hier vor dem linken Bunker zum Liegen kommen soll, natürlich vielleicht eben nur 220, 230 Yards schlägt und wenn er natürlich vor dem rechten in Anführungszeichen zum Liegen kommen soll, dann muss man halt noch was Kürzeres nehmen. Also man hat auf jeden Fall hier Entfernungstabellen und ein Profi hat im Prinzip auch nicht mehr, sondern da läuft halt eben der Caddy oder in der Regel der Caddy, das gehört ein bisschen zu seinem Job, der läuft hier eben entsprechende Wege ab und weiß dann ganz genau, an dem Baum sind es noch 140 Yards oder an dem Bunkerkante sind es 210 Yards und das ist ja das, was man dann eben dann auch sieht, wenn sie dann als übers Fairway laufen und Schritte zählen, dann haben die halt eine Markierung, wo sie sagen, an der Stelle sind es 220 Yards und dann laufen die Strecke ab und addieren oder subtrahieren und so müssen die eben arbeiten. Im Gegensatz zum Beispiel zu uns Amateuren, wir dürfen ja auf der Runde und auch bei Turnieren Entfernungsmesser einsetzen, wie zum Beispiel Laser-Entfernungsmesser oder GPS-Entfernungsmesser. Und wer das zum Beispiel jetzt auch beobachtet hat bei der PGA Championship, die wir ja jetzt hatten, das vergangene Wochenende, da hat zum Beispiel Keegan Bradley an einem Loch ins Wasser gehauen, beziehungsweise in den Creek. Und da durfte er dann tatsächlich, oder da durfte man auch, durften die Profis auch mit Laserentfernungsmessern arbeiten, um dann die Yardages zu erfassen. Warum? Weil das dann halt einfach Positionen sind, die überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und damit die dann nicht hier ewig alles ablaufen, damit das Spiel schneller geht, erlaubt man da eben, aber das ist jetzt so eine Besonderheit der PGA Championship, dass die dann halt eben doch mit Entfernungsmessern arbeiten dürfen. Aber eben nur in solchen Sonderfällen. Ansonsten müssen sie das halt alles mit ihrem Birdie-Buch oder Yardage-Buch oder wie auch immer man das Ganze dann nennt. Also das wieder so ein kleiner
Einwurf, wie gesagt, da wurde diese Frage gestellt oder diese Feststellung in den Kommentaren. Und natürlich richtig, wenn man im Simulationsmodus spielt, dann hat man eben diese Flyover-Funktion nicht oder diese Hinflug-Funktion. Und dann muss man tatsächlich hier vom Abschlag aus übers Buch gucken, wie die Entfernungen sind. Und so ist es halt eben auch im richtigen Golf. Wir werden hier mit dem Hybrid schlagen. Und da wir Rückenwind haben und deswegen wird auch der Ball dann ein bisschen rechts runter rennen. Und da verlassen wir uns jetzt einfach darauf, dass der Wind und dieser Hang hier das so mitnimmt. Okay, das soll uns dann reichen und dann können wir vielleicht mit dem Eisen 7 ins Grün schlagen. Ja, der Wind nimmt ihn nicht. Jetzt ist eben die Sache, ist er zu lang? Ist er zu lang? Er ist nicht zu lang für den Bunker, liegt aber eben im First Cut. Okay, das heißt, da werden wir ein bisschen ein paar Prozente verlieren und wenig Spin drauf kriegen. Just off the fairway, Iona. Second shot coming up. Yes, 135 yards left to the flag. Pin on the right hand side, so really looking for a fade in here if he can. 97 bis 100%, also so viel macht's gar nicht aus. Wir haben aber Rückenwind. Und wir werden den auf jeden Fall versuchen, aber das ist eben auch so ein Punkt, wenn man natürlich hier im höheren Gras liegt, dann geht das natürlich auch mit diesen Kurven nicht so gut. Ja, komm. Ist okay. Kann man mitleben, muss man mitleben. Safely on the green and a birdie chance. Gut, sagt er. Ja, es geht ein bisschen bergauf. Diesmal schauen wir aber definitiv, dass wir nicht zu kurz lassen. Okay, ich würde hier so sagen. Ja, schon ein bisschen mehr. Okay. Ja, komm, 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 komm. Ah, jetzt ist er rechts vorbei. Jetzt war der letzte Zucker dann wieder ein bisschen zu viel. Der letzte kleine Zucker, wo wir es noch ein bisschen nach rechts rüber geschoben haben, war dann wieder etwas zu viel. So. That one finished off. It is a part here at 5. And he'll remain right where he is. Ja, im Moment haben wir ein bisschen nicht so gutes Puttglück. 15er. Frank, the par 5 6 looks like an enormous carry over the water. What if you're not one of the bigger hitters? Well, then you've really got to aim at those two bunkers, right in between them on the right side, Rich. Becomes very much a plotter hole, because even the layup becomes important. This par 5, you've then got to attack it with a wedge. Ja, das ist ein Par 5, wo man das Grün rein theoretisch komplett übers Wasser angreifen kann. So, jetzt Augenblick mal. Ja, weil da drüben ist das Grün. Und man sieht es jetzt leider nicht eben vom Spieler aus, aber im Prinzip ist der Abschlag genau vis-à-vis. Und es gibt Videos mit Spielern, die tatsächlich das Grün hier direkt angegriffen haben. Also ist eine ganz, ganz spannende Spielbahn. So, okay. Wir müssen da jetzt irgendwie hier hin. Und das am besten natürlich mit einem Draw. Der Wind wird uns helfen beim Drawen. Es ist ein Par 5, also müssen wir einfach nur hier trocken rüberkommen. Das ist das Wichtige. So, okay. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Hat ja auch einen Grund, warum hier die Bunker sind. So, das nächste Mal können wir ein kleines bisschen mehr machen. Aber man sieht, wir haben die Möglichkeit, ja gut, mit dem Holz. Ja gut, also mit dem Holz, ja klar. Wir hätten zwar die Windunterstützung. So, mir wäre hier mit dem Eisen lieber. Mit dem Eisen hier reindrauen und dann hoffentlich drauf pitchen. Ja, wir müssen eigentlich jetzt noch nicht angreifen. Solange wir Paar spielen, sind wir eigentlich ganz gut mit dabei. Mit dem Hybrid. Wenn wir aber die Kurve nicht richtig kriegen. Wenn wir die Kurve nicht richtig kriegen, dann landen wir da im Wasser.
Müssen wir tatsächlich jetzt Risiko eingehen? Der Wind drückt sowieso nach links. Müssen wir eigentlich nicht, weil wir müssen auch ein bisschen den Platz kennenlernen und uns nochmal ein bisschen einnorden. So. Okay. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in a really good position here on the par 5. Ja, wie gesagt, also am Anfang erstmal Fehler vermeiden. Wir müssen jetzt nicht aufs Risiko gehen. So, pitchen 32. Wir machen 32. Ja, wenn der in den Hang geht, dann springt er uns nach links. Das will ich eigentlich auch nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Den Long Flop. Dass er auf jeden Fall gleich auf den Grün kommt. Weil wir haben da vorne eine kleine False Front. Ist er zu kurz, dann springt er uns nach links weg. Deswegen will ich den eigentlich mit dir hier mit dem Flop direkt aufs Grün bringen. Ja, geht wieder ein bisschen nach rechts. Aber er hat die Länge. Und vielleicht können wir jetzt endlich unser erstes Birdie spielen. Good soft hands. That is nicely done. No gimme here. Oh. Tricky one for birdie. Ja, danke, tricky one. Ich danke, ich danke. Ja, das sieht schon wieder übelst aus. Bisschen kürzer, aber dann wird er ziemlich breaken. Das ist wieder so ein Break, wo ich das Gefühl habe, dass der sofort vom Schläger links weggeht. Ja, drüber. Oh, right by the hole. The longer putts, you don't mind as much. The short ones, they tend to sting. So, das Paar will ich aber haben. Safely in for par here at the sixth. And he'll stay right where he is. Ja, irgendwie, wie gesagt, ist es komisch. Man hat so das Gefühl, dass es immer schwieriger wird, hier Birdies zu spielen. Das war schon in der vierten Runde bei der US Open. Challenge with a green protected by bunker, short, left and long. You know, when the pros get up on a par 3 like this, they'll say very simply, this is a good par 3. And it is. Requires everything you have at 199 yards, well-struck shot. That's all it's about. Ja, okay. Wir haben eigentlich viel, viel Platz, aber man sieht auch schon wieder, dass da oben ein Plateau ist, weil hier geht es schon wieder so überall runter. Eisen 4. Ups. Hybrid Eisen 4. Drive Eisen 4 gegen den Wind. Das Eisen hat kaum Spin. Gegen den Wind. Ach, der fliegt ja gleich rechts weg. Ganz schlecht getroffen. Das wird ein Bunkerschlag als nächstes, oder? Yep, okay. And that's gonna be too strong. It is into one of the two back bunkers around this seventh green. So, und dann spiele ich am liebsten den Pick. Und der wird nach links brechen. Da vorne geht alles nach links. Ups, da war jetzt aber wirklich ein bisschen lang. Line may have been a little more sunken in than we had thought, but all in all, not a bad shot out of the bunker. Probably about 9 feet here to the hole. Bergauf. Ja, am Anfang ist es noch nicht so wild, aber dann gegen Ende kippt darüber. So, ein bisschen mehr. Ja, ich weiß nicht, nimmt er das Break an?
bisschen schwach, aber es reicht. Well done. That's in for par here at 7. And he'll remain right where he is. Ja, so richtig weiß ich noch nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht. Bis jetzt haben wir ja eine saubere Weste. Par for one of the more intriguing setups. Ideally, you want to just work your tee shot away from that bunker. But this is one fairway you must hit. Schön. It's one of the toughest second shots on the golf course. Ja, ist natürlich klar, kurz gesteckte Fahne, nah am Wasser. So, aber wir haben Rückenwind, aber wir müssen trotzdem schauen, dass der Ball hier nach links, nach rechts reingeht. 275, ja doch, ja, 275, dann sind es nochmal so knapp 170, 180 Yards. Ja, dann Eisen 7 oder so. Okay, dann müssen wir ein bisschen schauen, dass wir ein wenig nah rankommen. Jetzt nochmal schauen, wir müssen an den Bäumen vorbei. Gut, wenn er hier landet, dann rollt er da durch. Okay. Bisschen mehr. Also gut. Und wir wollen, dass er noch ein bisschen rollt. Hm. So. Ja, das ist gefährlich. Gut. That is a fine tee shot right there. So, 273 Yards. Jetzt haben wir mal wieder einen ordentlichen Abschlag gemacht und über 300 Yards mit Roll. Ja, gut, also nicht. 156 Yards left. Pin about medium depth, though it is on the left side. Eisen 8. Eisen 8. Mit Rückenwind. Was wir auf keinen Fall haben wollen, ist, dass er im Wasser landet. So, wenn wir ein bisschen weiter rechts anspielen, dann haben wir ein bisschen mehr Luft. Ja, aber Eisen 9 macht mir ein wenig Sorgen. Auch wenn wir Rückenwind haben. Ja, im Zweifel auch hier einfach nur aufs Grün. Wir können natürlich auf die Zwischenlänge gehen. Okay, der Wind treibt den dann ein bisschen rüber. Ein kleines bisschen und ein bisschen höher. Okay, den haben wir eigentlich ordentlich getroffen. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the bank. Just want to maneuver this one close down the slope for birdie. So, hier ist jetzt das Thema, dass der ziemlich einen Berg runter geht. 10 Inches. Augenblick. Nochmal resetten. Resetten ist ja das Viereck. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wenn wir jetzt dahin gehen und dann links. Genau so war's. Der linke Stick, dann kommen wir hier auf diese Funktion. Ich wollte es nur noch mal testen. So, okay. Das Break von links nach rechts ist gar nicht mal so das Problem. Es geht aber bergab. Und vorhin ist er zu kurz gewesen. Ja, wenn er am Schluss nur runterrollt, dann nimmt er das Break ein bisschen mehr an. Okay. Ja, der geht zu früh, oder? Der geht zu früh. Ja, er geht schon wieder über die Kante rüber. And this will be a 5-foot putt here. Okay, good roll there. It is a par here at the 8th. And he'll stay right where he is.
So, ja, mit Ethan Parr werden wir langsam durchgereicht. Ich muss schauen, wo wir... wo wir landen müssen. So, jetzt, bevor wir hier die neuen spielen, und ihr wisst ja Bescheid, wir spielen immer Back 9, Front 9. Ganz kurz nochmal eine Info, beziehungsweise auch hier möchte ich auf einen Kommentar vom Rolf, weil der wollte nämlich gerne wissen, wie sich das eigentlich verhält hier mit den Sponsoren und mit den, ja, ob es da irgendwelche Begrenzungen gibt, wie viele verschiedene Sponsoren darf ein Spieler tragen. Also prinzipiell ist das natürlich immer eine Frage der Vertragsausgestaltung und natürlich ist immer die Frage, wie gut ein Spieler ist. Wenn natürlich jemand schon 5 Majors gewonnen hat, hat er natürlich bei den Vertragsverhandlungen, was den Ausstatter oder was Ähnliches eben angeht, da ganz andere Möglichkeiten mit Sicherheit wie ein, ja, ich sage mal, der ganz frisch auf die Tour kommt, der ist natürlich froh, wenn er überhaupt einen Sponsor bekommt. Und dann kommt es natürlich eben darauf an, wer ist der Ausstatter. Also es gibt natürlich Ausstatter, die mehr oder weniger ja nur die Klamotten machen und andere machen halt das Komplettpaket wie Tiger Woods, der ja früher meines Wissens eben auch die Nike-Schläger hatte, also auch den Schlägersatz von Nike und die Klamotten von Nike. Aber natürlich irgendwann Tiger Woods dann auch so weit, dass er hier seine eigene Linie mit TW gemacht hat. Und dann gibt es halt Spieler wie Martin Keimer, der wurde damals von Boss ausgestattet und ich glaube, die haben natürlich keine Schuhe. Und dann ist es natürlich so, ein Schuhhersteller wie FootJoy, der natürlich auch ein hervorragender Hersteller ist, dass man dann den eben nimmt, was die Schuhe angeht. Jetzt ein Ricky Fowler hat ja zum Beispiel schon immer mit Copa gespielt und so viele Spieler sind es nicht auf der Tour, die mit Copa spielen. Und die Klamotten, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, sind, glaube ich, von Puma. Also soll heißen, im Endeffekt kommt es immer ein bisschen darauf an. Und was dann natürlich dann auch die Werbung angeht auf den Shirts oder was dann da drauf ist, also da wird natürlich auch die PGA Tour ein Wörtchen mitreden, so wie es auch generell, man weiß es bei der Formel 1 oder in der Bundesliga oder so weiter ist, dass man natürlich jetzt nicht überall dann Werbung hinklatschen darf, sondern das ist dann auch reguliert bzw. wird auch kontrolliert. Und insofern ist es eben so, natürlich gibt es Ausstatter, die einen komplett ausstatten können. Ich glaube, ich überlege jetzt gerade, wer Phil Mickelson, also auf jeden Fall, der spielt ja Callaway und der spielt eben auch Callaway Bälle und andere spielen halt, ja, keine Ahnung, und spielen halt eben Titleist Bälle und spielen natürlich dann Schläger, nicht unbedingt von Titleist, sondern von TaylorMade, Cobra oder Callaway oder wie sie ja eben auch alle heißen und spielen aber eben dann die Titleist Bälle, wobei eben Titleist ja auch Schläger hat, aber eben dann nicht. Na, also wie gesagt, letztendlich, was das Thema hier Sponsoring, Ausstattung und Werbung angeht, ist das mit Sicherheit immer eine Frage, wie gut oder wo eben ein Spieler steht. Und am Anfang muss er natürlich dann gucken, was er bekommt. Und je mehr oder je erfolgreicher ein Spieler ist und prominenter, desto eher kann er natürlich, und vor allen Dingen eben auch das Management, so ein Spieler hat ja natürlich auch einen Manager, und das Management dann hier auch Einfluss nehmen eben auf die entsprechende Sponsoring. Ich glaube, da wisst ihr ja Bescheid, wie das auch in anderen Sportarten eben läuft. Da ist man froh, wenn man überhaupt jemanden hat, die Hände ringen, nach Sponsoren suchen, und dann gibt es eben andere Sportarten. Ja, da kann man sich im Endeffekt aussuchen, weil sie alle mit dem Geldköfferchen letztendlich vor der Türe stehen. Also das soweit, was das Sponsoring angeht und was dann eben die Werbung auch angeht auf den Trikots, auf der Mütze und so weiter. Da sieht man es ja auch, da gibt es Spieler, die haben nur 1, 2 Werbesachen drauf und andere haben jetzt schon 4 oder 5 Sachen drauf. Also, naja, gut. Wie auch immer, auch die hier, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, eben in der Zeit, wie das noch vor 15 Jahren eben war, da war meistens, hatte man eben nur seine Cap-Werbung und dann hatte man vielleicht irgendwo auf dem Ärmel noch eine Werbung, und jetzt ist das alles doch auch ein bisschen, ja, freizügiger, was natürlich auch ein bisschen mit der Geschichte zu tun hat, dass eben es auch, was die Touren angeht, Konkurrenz gibt. Und da müssen sich natürlich die Leute eben, die diese Regularien aufgestellt haben, dann eben auch Gedanken machen, ob sie das dann alles lockern, damit die Spieler eben auch hier flexibler in der, ich sag mal, Einnahmenkultur dann auch agieren können. Wir wollen jetzt agieren an der 9, unserem letzten Loch für dieses Video. 486 Yard, nochmal ein schönes Par 4. Und wir müssen mal schauen, dass wir jetzt langsam doch ein bisschen Gas geben, denn wenn wir hier dann gleich nochmal ins Leaderboard schauen,
dann sehen wir, dass wir mittlerweile ein bisschen auf Platz 18 durchgereicht sind. Und wie gesagt, ich muss mal schauen, was hier das Ziel ist, denn ich weiß es nicht mehr. Und wir müssen da aufpassen, dass wir nicht zu viel Boden verlieren. Wobei aber immer noch minus 3 das Maß der Dinge ist. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass wir dann doch hoffentlich auf den sehr viele Japaner hier. Wir haben hier 4 Japaner. Interessant. Bin dann trotzdem sehr hoffnungsvoll, dass wir auf den zweiten 9 dann doch hoffentlich das eine oder andere Birdie spielen. Der Wind treibt uns den Ball ein bisschen nach links, also müssen wir eigentlich gar nicht so viel machen. Einfach nur ordentlich driven und los geht's. Oh, der ging aber gleich nach links. Der ging aber sofort nach links. Das war nicht der Plan. So, jetzt liegt er natürlich auch so ein bisschen an der Kante. Das gefällt mir auch nicht. Aber das sollte nicht das Problem sein. Was haben wir denn? Oh, ein Eisen 4, 200. Nee, oder? 2. Okay. Nein, nein, nein. Das machen wir natürlich nicht mit dem Eisen 4. Da werden wir schauen, dass wir den Ball hier reinfaden, dass der dann dahin läuft. Weil aus dem Bunker kriegen wir jetzt auch nicht so viel. Ja, ich muss mir das nochmal anschauen. Ja, der Wind ist jetzt nicht gerade hilfreich. Der Wind ist nicht hilfreich. Eisen 5. Ja, wir verlieren natürlich auch einiges an Speed. Aber wir müssen echt schauen, dass wir den hier eigentlich reinfaden, dass der uns den Ball dann nach rechts rüber drückt. So. Ja, das ist ein bisschen zu... Na doch, ist okay. Aber jetzt ist er ein bisschen zu lang, hä? Ja, der ist zu lang. Schade, schade, schade. Da wäre dann doch das Eisen weniger besser gewesen. Hat er jetzt gerade gesagt, ein great shot? Naja gut, da hat jeder andere Maßstäbe. Wir pitchen. Was haben wir denn? 14... Dann gehen wir mal bescheiden auf 9. Das Ganze bricht nach rechts. 98%. Okay. Ah, jetzt rollt er wieder zu viel. Jetzt rollt er wieder zu viel. Auch das klappt überhaupt nicht gut, finde ich. Das ist immer einfach ein bisschen zu weit weg vom Stock. So, und ich würde jetzt wirklich ungern... jetzt mir ein Bogey einarbeiten. Okay. Ja, ist immer das Spiel Entfernung und Richtung. Je schneller wir putten, desto weniger Break nimmt er. Aber der wird da vorne trotzdem Break nehmen. Oha, der ist ja gleich nach links weg, oder? Ja, da haben wir ein bisschen schlecht gepattet. So, jetzt haben wir dann doch unser Bogey. Jetzt haben wir dann doch unser Bogey. Und das macht es natürlich dann spannend für die zweiten 9. Okay, a shake of the head, as that one is finished off. And he's gonna fall back now to 1 over par. So, das hat uns dann gleich mal richtig zurückgeworfen. 36. nur noch. Jetzt müssen wir definitiv ein bisschen Gas geben. So, und wie sich das Ganze dann in den oder bei den Back 9 dann darstellt, wenn wir hier die 10 spielen, das werdet ihr dann im nächsten Video zu sehen bekommen. Wie gesagt, kurzes Resümee, wir haben ordentlich gespielt die ersten 8 Bahnen und jetzt dann am Schluss hat es uns dann doch erwischt, aber wir waren ja immer so ein bisschen dran. Wir waren ein bisschen am Birdie dran, aber wir waren auch immer ein bisschen am Bogey dran, konnten es bis jetzt immer ein bisschen retten. Jetzt hat es uns dann leider doch erwischt. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt dann doch ein bisschen Gas geben, dass wir hier vorne mit dabei bleiben. Und das
werden wir hoffentlich auf den Back 9 auch schaffen. So, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte auch heute euch wieder ein paar interessante Informationen weitergeben. Falls ihr irgendwas dazu noch beitragen könnt oder vielleicht auch ich nicht immer ganz richtig liege, selbstverständlich freue ich mich dann immer über jeden Kommentar. Haut die Sachen raus, schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich immer und werde natürlich die Kommentare auch beantworten. Jetzt die letzten Tage war es ein bisschen knapp bei mir, so ein bisschen mit der Zeit. Deswegen habt ein bisschen Nachsicht, wenn ich jetzt nicht ganz so oft oder ganz so schnell geschrieben habe. Ich freue mich und wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal.